Schön, dass du da bist, lieber Wassermann. Was ist dein Seelenthema bis Mitte, Ende August 2023? Das schaue ich mir an, was mag dir die Seele sagen? Was mag hochkommen? Was darfst du beachten? Lieber Wassermann, ich lege alle 36 Karten aus, ich lege das große Blatt für dich zu dieser Thematik. Okay? Du kannst da gerne noch vorspulen. Ich werde während dem Auslegen nichts deuten noch, ja, damit du auch nichts versammst. Wenn du alle Karten liegen siehst, lieber Wassermann, dann beginne ich mit der Deutung. Gut. Wassermann. Wassermann. Was ist dein Seelenthema bis Mitte, Ende August 2023? Wassermann. Was soll mein Wassermann wissen? Wassermann, was mag dir deine Seele sagen? Welches Thema ist dran? Was mag an die Oberfläche? Wassermann. So. So, lieber Wassermann, alle Karten liegen und ich schaue jetzt rein, ja? Wassermann, übrigens, du weißt, es ist eine kollektive Legung, ersetzt soll und kann und darf gar keine persönliche Kartenlegung ersetzen oder persönliches Reading. Beachte daher, ob du einfach resonierst, wenn nicht, schau dir Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen und Venuszeichen um. Die sprich aus der Sicht einer Frau, wenn es der Mann bist, trage es entsprechend bitte um. Also, es sind zwei Themen, Wassermann. Das eine Thema ist, dass dir die Seele sagt, es wäre nun an der Zeit, dich abzugrenzen, um eine Entscheidung zu treffen. Es ist so, dass das jetzt zusammenfließt ins zweite Thema. Diese Entscheidung betrifft eine Beendigung von etwas. Das stresst dich komplett, die Situation. Beenden oder nicht beenden?
Es geht, wenn du da resonierst, wirklich darum, dass du sagst, okay, gut, ist da was aus oder nicht? Führe ich das weiter oder nicht? Und das stresst dich voll. Es betrifft eine Person, die in deinem Herzen ist. Es betrifft eine Person, die in dein Herzen ist, ja. Das ist schicksalshaft, Wassermann. Und diese Verbindung also, wenn du da resonierst, ja, geht es darum, ob du Verbindung weiterführst oder nicht. Ob du die trennst oder nicht. Der Seele sagt, schau hin. Willst du diese Verbindung weiterleben oder nicht? Schau hin. Das ist jetzt an der Zeit zu entscheiden. Was das, ne? Es geht drum, oder es ist so, lieber Wassermann. Dass diese Verbindung in der Öffentlichkeit steht und weißt du, es ist so, wenn das sichtbar wird. Weißt du, was da vorgeht, dass du da überhaupt überlegst, ja, oder ob du das machst, ist ja deine Entscheidung. In deiner Seele mag das jetzt echt mal beleuchtet werden. Dann, es ist so, dass du wirklich gut wählen solltest, welchen Freunden, weil das, diese Verbindung ist na, öffentlich, also. Es wissen alle, dass du eben eine Partnerschaft hast, ja, mit dieser Person oder Zusammensatz oder diese Verbindung. Es ist eine öffentliche Verbindung. Man weiß, okay, du bist zusammen, lieber Wassermann, mit der anderen Person. Und wann aber das sichtbar wird, diese Thematik, das auszubringen, dann solltest du dir bewusst sein, dass manche Freunde diese Entscheidung oder was du die da jetzt ansteht für die verlangsamen können, ja, durch durch eine Kraft, die sehr stark auf dich, das ist der Merlin. Zeig dir da mal. Hallo. Ich hoffe, er wird gesehen. So, wer ist da mit dabei? Durch ihre Kraft, die Kraft deiner Freunde, ja, kann, wenn sie da eben ihre Meinung dazu sagen, auf dich blockierend wirken. Achte daher, das ist so eine kleine Warnung, ja, wem du dass diese Wahl ansteht, ja, so dass du das Thema aufgreifst, natürlich, lieber Wassermann, wem du das mitteilst, wem du das eröffnest und wem nicht, weil es hat die Energie dann Einfluss, lieber Wassermann. Diese wichtige Entscheidung, lieber Wassermann, ja, die dich da so stresst, du sagst, boah, also ich weiß, das steht an und puh,
Boah, was soll ich da machen? Wie immer, das schaue ich mir in der Fortsetzung an. Und den Link findest du wie immer in der Infobox, da schaue ich tiefer rein. Und vielleicht erhältst du dann noch einen wichtigen Impuls für dich, so hoffe ich, ja. Ist ja gar keine einfache Situation, lieber Wassermann. Ich danke dir für dein Abo, fürs Liken, fürs Teilen von meinem Kanal, wenn es dir taugt. Und ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle und gehe zur Fortsetzung. Da sehen wir uns gleich wieder, wenn du das möchtest. Und pass gut auf dich auf, viel Segen für dich und bis bald, Stella.